Alle 4 Jahre wählt die Schweizer Stimmbevölkerung das eidgenössische Parlament neu. Parlamentarier werden kann dabei jeder stimmberechtigte Schweizer und jede stimmberechtigte Schweizerin, wenn sie genügend Wählerstimmen erreichen. In der Schweiz gilt das sogenannte Milizsystem, das heißt, Parlamentarier ist kein Beruf, sondern ein Nebenamt. Das eidgenössische Parlament beschließt die Gesetze in der Schweiz. Liegt ein Gesetzesentwurf vor, entscheidet das Parlament. Dieses besteht in der Schweiz aus 2 Kammern, dem Nationalrat und dem Ständerat. Auch wenn die eine viel kleiner ist, beide Kammern sind gleichberechtigt. Damit ein Gesetzesentwurf gutgeheißen wird, müssen National- und Ständerat zustimmen. Lehnt eine Kammer ab, geht die Vorlage zur erneuten Beratung an den anderen Rat zurück. Dort wird er gegebenenfalls geändert und dann womöglich von beiden Kammern angenommen. Können sich die beiden Kammern nicht einigen, tritt das Gesetz nicht in Kraft. Manchmal führt auch ein Gegenvorschlag, oft ein Kompromiss, zur Einigung. Für Kompromisse im Bundeshaus spielen die parlamentarischen Kommissionen eine wichtige Rolle. In ihnen sitzen Parlamentarier aus unterschiedlichen Parteien, respektive Fraktionen. Je mehr Sitze eine Partei im Parlament hat, desto mehr Vertreter hat sie in den Kommissionen. Es gibt 11 ständige Kommissionen zu verschiedenen Themenbereichen. Steht eine Vorlage im Parlament an, berät die zuständige Kommission die Vorlage vertieft und gibt dem Parlament danach eine Abstimmungsempfehlung ab. Sie kann auch einen Gegenvorschlag ausarbeiten und dem Parlament vorlegen. Sie hilft also, Lösungen und Kompromisse zu finden, weil verschiedene Parteien an der Diskussion beteiligt sind.